kommt immer die Frage, was nimmt man so mit, wenn man 13 Jahre bei einem Verein beschäftigt war, an Höhen, aber auch Tiefen? Gibt es so für Sie vielleicht Highlights, an die Sie gerne zurückdenken? Ist gespickt mit Highlights. Das ist, das weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Egal, ob das diese Entwicklung hin zu einer Mannschaft war, die dann in der Lage war, Meister zu werden und Pokalsieger zu werden, die in der Lage war, hier, glaube ich, eine Begeisterung für den Fußball, für Werder zu wecken, die außergewöhnlich ist. Ich glaube, wenn wir nochmal, was weiß ich, 15, 20 Jahre zurückschauen oder wenn wir sogar in das Jahr schauen, wo ich noch als Spieler den Europapokal gewonnen habe, das war anders. Also das, was wir hier geschafft haben, das ist außergewöhnlich. Dann weiterführend, ich sage jetzt mal, die ganzen Teilnahmen an der Champions League mit den, ich sag, mit den Begegnungen mit den ganz Großen im Fußball. Auf sportlicher Ebene, aber dann eben auch auf Funktionärsebene. Pokalendspiele, so all das. Aber auch eben, ich sage, die Begegnung mit wirklich charismatischen Spielern, ne, die man, ne, ob das Miku, ob das Ismael, ob das Miro Klose, ob das Mesut Özil, ich kann, die kann nicht vollständig sein, die Liste, wenn ich das so aufführe. Und das ist verrückt, das Wahnsinn, was in den Jahren passiert ist. Und Zwei schwer. charismatische